Hi, ich bin der David. Ich komme vom Ammersee, aus Weilheim, bin da groß geworden und habe vor 5 Jahren die Firma DB Analytics GmbH gegründet, aus einem Projekt mit E.ON heraus. Im Bereich erneuerbare Energien war ich als Berater tätig, als Junior Consultant, und habe dort E.ON beraten, wie man Online-Marketing-Kampagnen verbessern kann, und habe das Ganze aus dem analytischen Aspekt auch vor allem beleuchtet. Genau. Die ersten 2 Jahre der Firma habe ich hauptsächlich Dienstleistungsgeschäft gemacht im Bereich Digitalisierung. Ich habe Firmen geholfen, ihren Online-Auftritt zu verbessern, habe aber auch Online-Shops gebaut und auch sehr viele Reports und Dashboards entwickelt mit anderen Tools. Aus dieser Arbeit heraus habe ich dann festgestellt, hey, ich kann auch selbst ein eigenes Report-Tool bauen, und hat man auch ein bisschen mehr die Lust auf dieses Projekt, auf dieses Produktgeschäft bekommen, um ein eigenes Produkt zu schaffen. Und dann habe ich auch einen Programmierer kennengelernt, der mit mir gemeinsam dann angefangen hat, an dieser Plattform zu entwickeln, die jetzt in der ersten Version als Alpha im Testlauf ist derzeit. Und wir testen es mit Unternehmen aus verschiedenen Branchen. Aktuell arbeiten wir mit einer Social Media Agentur zusammen, die ihr komplettes Monitoring über unsere Software abdecken möchte. Und die Social Media Agentur nutzt es, um zum Beispiel kundenübergreifend festzustellen, okay, welche Kunden müssen überhaupt jetzt als nächstes angegangen werden. Sie haben dann praktisch auf dem Dashboard verschiedene Kunden und Metriken auch, die man untereinander vergleichen kann. Und die Agentur ist da sehr glücklich darüber und kann dann jetzt, ohne dass sie 1000 Excel-Sheets und zig beliebige Zugänge hat, in einer Übersicht ganz einfach und schlicht, aber straightforward verstehen, okay, wo muss was verbessert werden und wie verbessern wir das. Und das ist aktuell auch unser Ansatz. Das heißt, wir suchen Kooperationsmöglichkeiten, wir suchen andere Startups, die gerne mit uns am Thema Smart Data zusammenarbeiten möchten. Und wir bieten dafür unsere Plattform an, später auch als Open Source Variante, weil wir das Ganze auch den Menschen geben möchten. Wir stehen dafür ein, dass wir Daten nicht zentralisieren möchten, sondern wir möchten ein dezentrales System von Daten haben, weil wir daran glauben, dass Daten zu den Menschen gehören und das Eigentum der Menschen ist, und wir möchten ein Cockpit für die Menschen schaffen, wo jeder die Möglichkeit hat, auch Kontrolle über seine Daten zurückzubekommen und trotzdem auch die Möglichkeit hat, mit anderen Daten zu tauschen und zu kollaborieren. Das ist unsere Vision. Im Endeffekt passt es auch, glaube ich, ganz gut mit dem rein, was hier derzeit auch in der Bundesregierung abgeht, dass sozusagen forciert und auch gefördert wird, dass Daten föderalisiert untereinander ausgetauscht werden können, dass man weggeht von diesen großen Cloud-Anbietern, wo man nicht weiß, was die überhaupt mit den Daten machen. Und wir möchten den Leuten unsere Plattform, unseren Vorsprung geben und ihnen zeigen, wie man damit neue, großartige, smarte Applikationen bauen kann. Genau, also Wettbewerber von uns sind Domo, das ist ein amerikanischer Cloud-Anbieter für Business Intelligence. Und dann haben wir auch als Wettbewerber Microsoft Power BI und Google Data Studio. Also hauptsächlich haben wir es hier mit amerikanischen Firmen zu tun, mit denen wir im Wettbewerb stehen. Und unser Ansatz ist, dass wir neben einem sehr schlichten und eleganten UI, was wir in unserer Software haben, vor allem einen dezentralisierten Cloud-Ansatz fahren. Das heißt, die Daten können bei uns auf unseren Servern gehostet werden, aber man hat auch die Möglichkeit, selber zu entscheiden, ob man die Daten auch bei sich in der Firma lassen möchte. Man kann trotzdem Analyse-Tools und Services verwenden, wenn man das braucht. Aber die Daten verlassen niemals das Gebäude sozusagen. Also man kann selber entscheiden, nein, ich möchte nicht die Daten weitergeben. Das ist ein Vorteil, den wir bieten. Das heißt, unsere Software kann bei Firmen lokal installiert werden, so wie es bei klassischer Software damals auch war. Und wir unterstützen die Firmen dann auch darin, dass sie das ausbauen können, dass sie noch mehr Analysemöglichkeiten bekommen etc. Ein zweiter Vorteil gegenüber Google und Co. ist, dass wir
eine tief integrierte Kommunikation und Chat-Komponente mit eingebaut haben, sodass man auch die Möglichkeit hat, im Team über Daten zu sprechen und Reports einfacher und verständlicher zu erklären und in den Dialog mit reinzubringen. Das ist im Endeffekt jetzt mein Wissen. Wir sind, denke ich mal, anders, weil wir so ein bisschen punkig auch unterwegs sind. Da bin ich jetzt ganz offen und wir glauben daran, dass Daten und Informationen für alle zur Verfügung stehen müssen und möchten das Ganze fördern, dass es liberalisiert wird und glauben daran, dass nur die Gemeinschaft und, sage ich mal, die Community, die wir langsam auch aufbauen möchten, das bewegen kann. Wir alleine schaffen das nicht, aber wir können eine Plattform schaffen und ein Ökosystem, wo es möglich ist, gemeinsam an neuen Anwendungen zu arbeiten. Ja, also ich könnte mir jetzt persönlich vorstellen, dass man zum Beispiel solche Data Spaces, wie wir das nennen, dass man für die Stadt München auch einen Data Space hat, wo verschiedenste Daten über die Stadt konsolidiert werden, aber das Ganze auch öffentlich, sodass man als Bürger zum Beispiel auch Wetterdaten einsehen kann auf dem Dashboard, so ähnlich wie bei Wikipedia dann nach bestimmten Themen suchen kann und sich schlau machen kann. Das ist der erste Punkt. Genau, und der zweite Punkt wäre halt, neben diesen öffentlichen Daten anzeigen und Daten besprechen und gemeinsam teilen, könnte ich mir auch vorstellen, dass die Stadt München vielleicht auch ihre eigenen Prozesse damit verbessern möchte, indem sie jeder Mitarbeiter sein eigenes Dashboard hat, seine Tasks auch gleich alles in einer Oberfläche hat, um sich Wege zu sparen und schnell und sag ich mal, flexibel auch seine Aufgaben und Arbeiten zu erledigen. Also meiner Meinung nach ist der Nutzen groß, vor allem wenn man den Leuten die Möglichkeit gibt, vor allem aus vielen Informationen, aus wenig Informationen trotzdem das rauszuholen, was man wissen möchte. Also im Grunde für die Gesellschaft ist es wichtig zu verstehen, es gibt Plattformen im E-Commerce-Bereich en masse. Das heißt, ich kann im Digitalbereich, ich kann mir alles in Amazon bestellen, ich kann mir hier was kaufen, dort was kaufen, das verfolgt alles im kommerziellen Hintergrund. Aber es gibt keine Plattform, wo ich mich über Einwanderungspolitik informieren kann, wo ich auch Daten bekomme, um zu sehen, okay, wieso steigt hier jetzt der Meeresspiegel an, wieso ist die Luftfeuchtigkeit oder die Luftverschmutzung in bestimmten Gebieten so hoch. Und wir wollen über unsere Plattform die Daten so öffnen, dass jeder versteht, wie sein Einfluss auf die Umgebung, auf die Umwelt, aber auch auf andere Menschen wirkt und es quantitativ besser versteht, wie er sich besser in eine Gemeinschaft einfügen kann. Also im Endeffekt basiert alles auf dieses Informationen teilen, um neues Wissen zu generieren. Und dieses Wissen muss unbedingt für alle zugänglich sein und unserer Meinung nach auch komplett kostenlos. Das ist wichtig, dafür stehen wir ein. Und gleichzeitig ist es auch extrem wichtig, dass, sage ich mal, das nicht in falsche Hände gerät, sondern jedem gehört. Also jeder sollte Besitzer seiner Daten sein und die Möglichkeit bekommen, die mit anderen zu teilen, wenn er das teilen möchte.